Auf unserer dritten Station in Bremerhaven spreche ich mit Herrn Oberdiek, Hoteldirektor des Atlantic Sail City Hotels. Im Allgemeinen sprechen wir über Innovationen und im Speziellen über Innovationsprozesse in seinem Haus. Hören wir mal rein. Und da geht es darum, dass wir bei den Ideen zum Beispiel, als kleines Beispiel, dass wir allen Mitarbeitern immer die Chance und das Ohr geben müssen, Ideen zu äußern, dass wir zuhören, dass wir uns um diese Ideen kümmern und dass auch jeder Mitarbeiter dann auch immer wieder ein Feedback auf seine Ideen bekommt. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Mhm. Es kann auch ein Nein dabei sein. Mhm. Es ist gut, dem Mitarbeiter das dann einfach auch zu erklären. Mhm. Und das ist jetzt aus einem Riesenkonstrukt an Maßnahmen entstanden. Und wie gesagt, das ist nur eine kleine Idee jetzt, dass das eben eingebunden sein muss in die Kultur. Vielleicht kann ich da nochmal nachhaken, wenn ich darf. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da kommt vielleicht eine Person von der Rezeption oder ein Hausmädchen kommt bei Ihnen vorbei oder eine Küchenkraft und sagt, Mensch, ich habe da eine Idee, die ist total toll, Herr Oberdiek, können wir die nicht umsetzen? Was passiert dann als nächstes? Einfach mal um den Prozess so ein bisschen zu verstehen. Ja, die Idee wird dann aufgenommen. Ja. Dann wird für diese Idee ein Ansprechpartner noch mitgesucht. Das ist dann meistens der Abteilungsleiter noch in der Abteilung. Und was wir noch haben, das hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, ist, dass wir einzelne Projektteams haben. Es gibt einmal ein Green Team, die das komplette Thema Nachhaltigkeit hier im Haus betreuen seit vielen Jahren. Und wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagementsystem und haben unser Gesundheitsteam sozusagen. Ah, okay. Und dort werden diese Ideen dann mit platziert, dort wird das dann besprochen. Es gibt die Abteilungsleiter Meetings jeden Monat, wo das besprochen wird. Es gibt morgens ein kurzes Morgenmeeting, wo alles besprochen wird und da kann man diese Sachen immer mit anbringen. Und dann wird auch ganz genau ausgesucht und geguckt und geschaut, wer diesen Mitarbeiter dann auch das Feedback zu dieser Idee wieder gibt. Das ist nicht immer die gleiche Person, die sie auch bekommt. Ah, verstehe. Und für den Fall, dass jetzt diese Idee wirklich so umwerfend gut ist, dass Sie sagen, Mensch, ja, das machen wir, die setzen wir um, habe ich gerade schon verstanden, dass Sie in so eine Art Projektteam dann gehen. Unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich in dem Bereich arbeitet oder nicht, könnte sie eventuell da mitarbeiten. Genau, richtig. Okay. Ja. Wie funktioniert das genau? Wie sind diese Teams zusammengesetzt? Das ist erstmal auf freiwilliger Basis. Da können aus allen Abteilungen sich Mitarbeiter melden, die Spaß an diesen Themen haben. Wir haben bis jetzt auch keine Probleme gehabt, dass diese Teams nicht besetzt sind, sondern die Mitarbeiter wollen, und das wissen wir auch, gerade junge Leute auch, die wollen heutzutage genau wissen, was sie tun, warum sie etwas tun. Die wollen sich beteiligen. Mhm. Und sie wollen sehen, dass sie mitgestaltet haben und mitentschieden haben. Mhm. Und deshalb haben wir ganz, ganz viel Nachfrage für die Teams. Genau. Und dann wird das da, wie gesagt, besprochen. Und dann wird es am Ende natürlich nur, wenn es darum geht, dass man finanziell sich das Ganze nochmal angucken muss, dann wird es nochmal in die Direktion kommen und dort nochmal bewertet werden. Und dann wird es auch gemacht. Ja. Wenn Sie sagen,